Redner. Das wäre aber spannend. Danke, Herr Präsident, Herr Minister, Hohes Haus. Spätestens seit 40 Jahren wissen wir über den Reformbedarf des Finanzausgleichs Bescheid. Da gab es das erste große Finanzausgleichsgutachten unter der Leitung von Professor Egon Matzner. Seither erleben wir Stillstand. 40 Jahre. Die Schweiz hat 15 Jahre für eine Veränderung gebraucht, sagen Sie immer, Herr Finanzminister. Und wenn ich mir diesen neuen Finanzausgleich hier anschaue, er ändert nichts an dem Stillstand. Sie haben sich zwar hehre Ziele gesetzt, Herr Finanzminister, indem Sie gemeint haben, schon in Ihrer Budgetrede des Vorjahres, der Finanzausgleich in seiner heutigen Form ist undurchschaubar und durch viele Finanzströme auch ineffizient. Hier muss dringend aufgeräumt werden. Ja, leider vermisse ich diese Aufräumarbeiten. Der Finanzausgleich wird ineffizient bleiben. Seine Strukturen werden weiterhin Anreize zur Verschwendung öffentlicher Steuergelder in sich tragen. Das ist problematisch. Der Finanzausgleich wird immer noch empfunden als eine riesige Umverteilungsmaschinerie, obwohl er eigentlich viel mehr sein könnte. Ein wichtiges Instrument zur Erreichung anderer wirtschafts- und klima-umweltpolitischer Ziele, nachhaltiges Wirtschaftswachstum, Klimaschutzmaßnahmen und dergleichen mehr. Aber dazu hätte man Ziele formulieren müssen, ist unterblieben. Und wenn hier einige zaghafte Schritte, die schon angesprochen worden sind, in Richtung verbesserter Strukturen gesetzt werden, mit der Aufgabenorientierung im Bereich der Kinderbetreuung oder mit dem Einstieg in eine verstärkte Abgabenautonomie von Ländern, so sind das extrem bescheidene Schritte geblieben. Ja, fangen wir mal mit der Aufgabenorientierung an. Ich meine, das betrifft gerade mal einen Bereich, aber vieles ist offen geblieben, etwa die Festlegung der Kriterien. Sie haben immer gesagt, das stimme nicht. Ich stimme mit dem Budgetdienst überein, der das genauso kritisiert wie ich und der sieht das genauso wie ich. Und wo wollen Sie das regeln? In einer Verordnung wollen Sie das regeln. Das heißt, Sie wollen das am Parlament vorbeiregeln. Na, das gefällt mir gar nicht, dem Budgetdienst im Übrigen auch nicht. Und wenn Sie glauben, dass sozusagen damit ein Schritt in Richtung Entflechtung von Transferströmen gemacht wird, oh, welch großer Irrtum, Herr Finanzminister, kann ich nur sagen. Das Transferchaos bleibt bestehen, Aufgabe und Finanzierung werden in keinen Bereichen zusammengeführt. Das ist leider die traurige Wahrheit. Oder wie schaut es mit der Abgabenautonomie aus? Das wäre an sich ein wichtiger Schritt. Aber Sie beschränken es hier auf den Wohnbauförderungsbeitrag und damit wird die Abgabenautonomie in Bezug auf die Ertragsanteile gerade mal von 1% auf 5% aller zu verteilenden Mittel an die Länder erhöht. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und die Länder verwässern das noch, indem sie die ihnen gegebene Autonomie insofern unterwandern wollen, als sie sagen, na, wenn wir eine Änderung der Tarife bei der Wohnbauförderungsbeitrag machen, dann wollen wir das nur akkordiert machen. Naja, also das hat eigentlich mit einer Reform in Wirklichkeit nichts zu tun. Und wenn einige vereinfachende Schritte im Finanzausgleich gesetzt werden, so ist das bei der Verteilung der Ertragsanteile, nämlich so ist das an sich schon gut. Ja, das begrüße ich, aber das macht noch keine Gesamtreform aus. Und wenn ich mir aber anschaue, dass sozusagen die Länderfinanzausgleiche jetzt ausschließlich in die Hände der Länder gelegt werden, ohne dass die Gemeinden Mitspracherechte haben, so denke ich mir, das ist ein Rückschritt mit der Gefahr verbunden, dass die Autonomie der Gemeinden weiter ausgehöhlt wird, Herr Finanzminister. Und im Übrigen, meine Damen und Herren, die vielen Bürgermeister unter Ihnen, die ja hier in diesem Raum sitzen, müssen ja hier eigentlich aufschreien, ja? Ich meine, möglicherweise werden in Niederösterreich die schwarzen Gemeinden gut bedient, in roten Bundesländern die roten Gemeinden. Aber in Wirklichkeit ist das eine Aushöhlung der Autonomie der Gemeinden, die nicht hingenommen werden kann. Und Herr Finanzminister, wenn Sie davon sprechen, dass Sie jetzt Spending Reviews machen werden und dass bis 2018 eine Bundesstaatsreform ausgearbeitet werden soll, naja, ich meine, ich glaube einfach nicht daran. Ich meine, Spending Reviews, das haben wir seit Jahrzehnten in Wirklichkeit. Hat bisher immer Aufgabenkritik geheißen. Jetzt wird es halt neu benannt, aber verändern wird sich da nichts. Und als gelernter Österreicher kann ich an eine Totalreform des Föderalismus in Österreich bis Ende 2018 und eine Ausarbeitung derselben in Wirklichkeit nicht mehr glauben. Das hält bestenfalls in Sonntagsreden, aber am Montag ist das schon alles wieder längst vergessen.
Das Fazit insgesamt ist, na, wir haben im Rahmen des Österreich-Konvents genügend Anträge eingebracht, Herr Finanzminister, die sind alle ignoriert worden. Schauen Sie das einmal an und dann können wir gerne mal darüber reden. Ich bin jederzeit bereit. Ich bin jederzeit bereit. Also die Strukturmängel bleiben im Wesentlichen bestehen. Wir müssen auf eine Reform weiterhin warten. Aber vielleicht sollten wir Anleihen der Schweiz nehmen und uns stärker dem Reformprozess einmal widmen. Wie haben es die Schweizer angelegt? Die haben 15 Jahre gebraucht, das ist lang. Wir warten seit mehr als 4 Jahrzehnten auf eine Reform. Die haben gestartet mit einem Gutachten. 5 Finanzwissenschaftler unter der Leitung von René Frey aus Basel war die Basis dafür. Dann gab es eine 5 Jahre lang währende Debatte im schweizerischen Parlament. Und da haben sich in einer öffentlichen Debatte beteiligt. Ökonomen, Politikwissenschaftler, Juristen, Medien haben sich beteiligt. Und bei uns findet alles hinter verschlossenen Türen statt. Das sind Mauscheleien der Sonderklasse. Ja, da kann ja nichts weitergehen. Ja? Und dann, obwohl es in der Schweiz auch Verlierer gegeben hat unter den Kantonen, hat es eine Volksabstimmung gegeben darüber, die mit 64,4% der schweizerischen Bürger angenommen wurde. Auch die Mehrheit der Kantone hat zugestimmt, obwohl 10 Kantone von 26 verloren haben. Und jetzt muss man das übersetzen und schauen, was sagt denn unser Herr Landeshauptmann Wallner aus Vorarlberg. Der sagt nämlich Folgendes, ja, unter dem Strich zähle, wie viel Geld nach Vorarlberg fließt und wie frei das Land darüber entscheiden könne. Vorarlberg wolle zurück, was Vorarlberg einzahle, dann sei man auch zur Unterstützung anderer bereit. Mit diesem Geist, Herr Finanzminister, kann man keine Reformprozesse à la Schweiz in Gang setzen. Das ist unmöglich. Sofern dieser Geist die Verhandlungen determiniert, solange wird es in Österreich keine Reformen geben. Und da werden wir noch einmal 40 Jahre darauf warten. Also, Schluss mit dem Besitzstanddenken, Schluss mit alten Denkmustern, her mit einem konstruktiven Föderalismus, mit öffentlich geführten Verhandlungen, an der sich alle relevanten Kräfte in diesem Land beteiligen können. Dann haben wir vielleicht eine Chance, tatsächlich einmal zu einem reformierten Finanzausgleich und zu einem reformierten Föderalismus in Österreich zu kommen. Die Chancen sind da, nutzen wir sie. Mit dem vorliegenden Finanzausgleich würde die Autonomie der Gemeinden ausgehöhlt und die Verteilungskompetenz zu den Ländern verlagert, kritisiert Bruno Rossmann, Budgetsprecher der Grünen.